Stell dir vor, du hättest 1 Million Euro. Was würdest du damit anfangen? Ein paar Jahre Urlaub und die Seele baumeln lassen? Oder vielleicht ein charmantes Chalet in den Schweizer Alpen kaufen? Deine eigene Eisdiele eröffnen oder einfach nur abends beruhigt und sorgenfrei einschlafen? Was auch immer dein persönlicher Wunsch ist, mit den 6 Elementen des Erfolgs kannst du ihn dir erfüllen. Carsten Maschmeyer hat es selbst vorgemacht. Obwohl er aus einfachen Verhältnissen kommt, hat er sich bis an die Spitze der deutschen Gesellschaft hochgearbeitet. Heute ist er Milliardär, bekannter Unternehmer, Investor und Fernsehstar. In seiner Erfolgsgeschichte haben 6 Elemente eine sehr, sehr zentrale Rolle, die ich nach und nach aus seinem Buch in Kurzfassung erklären werde. Viel Spaß. Das erste Element des Erfolgs: Arbeit. Vom Selfmade Man über die Macherin bis zum Leader oder Alpha-Tier. Egal, welche Beschreibung wir für erfolgreiche Menschen verwenden, eines wird sofort klar: Wer erfolgreich sein möchte, muss anpacken. Es ist ja auch logisch, denn mit auf der Couch rumlümmeln hat noch nie jemand Vermögen verdient. Doch was ist, wenn du einen eher durchschnittlichen Bürojob hast? Damit wird man doch nicht reich, oder? Nun ja, vielleicht nicht sofort, aber du kannst schon einiges dafür tun, um dich in die richtige Richtung zu entwickeln. Ganz entscheidend ist dafür das Arbeitsklima. Wenn du gerne arbeitest, erbringst du automatisch bessere Leistungen. Das bedeutet vor allem, dass dein Job mit deinen Werten übereinstimmen sollte. Carsten Maschmeyer hat es zum Beispiel neben seinem Medizinstudium angefangen, Versicherungen zu verkaufen. Schon bald merkte er, dass ihm die Versicherungen eigentlich mehr Spaß machen als das Studium. Also hat er sich umgesattelt. Ob er als Arzt wohl genauso erfolgreich gewesen wäre wie als Geschäftsmann? Vermutlich nicht. Deswegen, wenn dein Job nicht zu dir passt, such dir einen anderen. Kurzfristig ist das vielleicht angsteinflößend, aber auf lange Sicht zahlt es sich auf jeden Fall aus. Und wenn du keine Firma findest, die zu dir passt, dann mach dich selbstständig, verdammt nochmal, oder gründe selbst ein Unternehmen. Sobald du mit dem Herzen bei der Sache bist, wirst du ungeahnte Kräfte entwickeln. Zum beruflichen Erfolg gehört auch immer ein Netzwerk. Falls du Scheu davor hast, aktiv zu netzwerken, musst du leider in den sauren Apfel beißen und dich überwinden. Denn in Zukunft werden belastbare Berufe, berufliche Beziehungen und noch wichtiger werden, denn unsere Art zu arbeiten wird immer komplexer und kreativer. Und da niemand alles selbst machen kann, werden wir immer häufiger auf andere angewiesen sein. Dann heißt es erst recht, ohne Netzwerk kein Erfolg. Also keine falsche Scham. Denn im Prinzip heißt Netzwerken nichts anderes als deinen Kontakten Aufmerksamkeit zu schenken. Melde dich zu Feiertagen und anderen Anlässen, frag nach, wie es deinen beruflichen Kontakten geht und höre vor allem gut zu. Zu einem guten Netzwerk gehören auch Mentoren, am besten gleich mehrere davon. Wen bewunderst du für seinen oder ihren Erfolg? Sprich die Person doch einfach mal an. Mach es doch einfach mal. Verdammte Scheiße, mach es. Nochmal zum Mitschreiben. Wer im Job erfolgreich sein will, muss etwas tun, das er liebt. Und braucht ein starkes Netzwerk. Verdammt nochmal. Du wirst sehen, die meisten Menschen sind sehr aufgeschlossen, wenn du unverbindlich auf sie zugehst. Außerdem hast du dabei nichts zu verlieren, dafür aber umso mehr zu gewinnen. Das zweite Element des Erfolgs: Finanzen. Als Carsten Maschmeyer 11 Jahre alt war, war die Faschingsfeier das wichtigste soziale Ereignis des Schuljahres. Seine Klassenkameraden erzählten schon Wochen vorher von den ausgefallenen Kostümen, die sie tragen würden. Carstens Mutter hingegen vertrat die Auffassung: Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Das Erlebnis war, dass Carstens Kostümierung am großen Tag gerade mal aus einem winzigen, silbernen Partyhütchen bestand. Er schämte sich deshalb in Grund und Boden. Also fasste er einen Entschluss, als Erwachsener würde er genug Geld für das allerschönste Kostüm haben. Natürlich macht Geld alleine nicht glücklich, ganz logisch. Aber genug davon schenkt dir Freiheit und zugleich Sicherheit. Nach Maschmeyer wesentlichen Zutaten zum Glück. Doch wie wird man wohlhabend? Im Job richtig durchzupowern, hilft dir dabei,
Allerdings nur, wenn du bis zum Monatsende nicht alles wieder ausgibst. Reich werden beginnt daher mit einer bewussten Entscheidung. Du musst ganz konkret beschließen, in welchem Zeitraum du welchen Beitrag auf der hohen Kante haben willst. Der Rest ist dann im Prinzip Fleißarbeit, Fleißarbeit und Fleißarbeit. Also denk drüber nach. Nein, zunächst musst du deine Einnahmen und Ausgaben genau analysieren und dann logischerweise die Einnahmen steigern. Logisch, natürlich. Während du die Ausgaben senkst, dafür gibt es Möglichkeiten. Du kannst dich zum Beispiel fortbilden oder dir eine Gehaltserhöhung verdienen. Oder du kündigst endlich das Abo im Fitnessstudio, das du sowieso nur höchstens einmal im Jahr benutzt. Als nächstes legst du fest, wie viel du monatlich sparen möchtest. 100 Euro im Monat reichen für den Anfang übrigens schon aus. Dieses Geld überweist du auf ein separates Konto, das ausschließlich für die Vermögensbildung dient. Nun überlegst du, wie du dein Kapital investieren möchtest. In Aktien, Altersvorsorge, eine Immobilie. Informiere dich genau über die verschiedenen Möglichkeiten und welche davon am besten zu dir und deinem Lebensstil passen. Nimm dir Zeit, dich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Es geht schließlich um dein Geld. Da solltest du deine Entscheidung sorgfältig und informiert treffen, verdammt. Ja. Zum Thema Finanzen können wir also Folgendes festhalten. Du musst dich zunächst dafür entscheiden, ein Vermögen anzuhäufen. Dann fängst du an zu sparen und lässt später dein Geld für dich arbeiten. Damit du nicht einknickst und dir noch ein schickes Auto kaufst, sobald du genug beisammen hast, solltest du deine Ziele möglichst präzise visualisieren. Was genau willst du mit deinem gesparten Geld später mal anstellen? Carsten Maschmeyer blätterte früher zum Beispiel in dem Buch Traumhäuser dieser Welt, um sich vor Augen zu führen, was sein Ziel war. Das dritte Element des Erfolgs: Freunde und Familie. Was haben die Pyramiden in Ägypten, die Mondlandung und die Entschlüsselung des menschlichen Genoms gemeinsam? Ganz klar, ey, ihr hattet schon jetzt recht. Sie sind Gemeinschaftswerke. Eine Person alleine hätte das niemals geschafft. Niemals! Niemals! Das ist eine der beiden Gründe, warum Freunde und Familie ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind. Auch der zweite Grund ist einleuchtend. Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen andere, um glücklich zu sein. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Nur wenn es uns gut geht, haben wir auch Erfolg. Vor allem in schwierigen Phasen bist du darauf angewiesen, dass dein Netz aus Familie und Freunden dich auffängt. Deswegen musst du dich auch in guten Zeiten um die Personen kümmern, die dir wichtig sind. Mann, ey. Viele Menschen, die nach Erfolg streben, vernachlässigen ihre Familie und Freunde. Doch das rächt sich irgendwann, denn gute Zeiten mit lieben Menschen sind für beide deine Erholung wichtig. Nur wenn du es dir ab und zu mit anderen gut gehen lässt, kannst du langfristig energiegeladen und kreativ arbeiten. Wenn du dir diese Abwechslung permanent versagst, wirst du verbohrt, unkreativ und machst mehr und mehr und mehr Fehler. Sollte es dir schwerfallen, deine fremd- und freundschaftlichen Kontakte zu pflegen, ist es vielleicht eine gute Idee, dir ihre Geburtstage und Jahrestage als wiederkehrende Ereignisse in deinem Kalender einzutragen, damit du es auch ja nicht vergisst. Auch Rituale erleichtern es, Freundschaften dauerhaft am Leben zu halten. Carsten Maschmeyer fliegt zum Beispiel jedes Jahr mit demselben Kumpels zum Champions League Finale, unabhängig davon, wer spielt. Sie machen einen schönen Städtetrip daraus und verbringen wertvolle Momente miteinander. Vor allem, wenn einer deiner Freunde sich plötzlich nicht mehr meldet, solltest du nachhaken. Viele Menschen haben die Tendenz, sich zurückzuziehen, wenn sie in Schwierigkeiten sind, weil sie niemanden damit belasten wollen. Bleib dran, ruf zur Not 5-mal am Tag an. Und wenn es jemandem tatsächlich dreckig geht, dann sei für ihn da oder für sie da. Nichts kann einen guten Freund ersetzen, der uns in harten Zeiten zur Seite steht. Auf den Punkt gebracht heißt das, um erfolgreich zu sein, musst du dir ausreichend Zeit für die Menschen nehmen, die dir wichtig sind. Das alles gilt in noch stärkerem Maße für die Familie. Sie hat immer Vorrang, sowohl vor der Arbeit, auch vor deinen Freunden.
denn sie ist das Wichtigste, was du hast. Das vierte Element des Erfolgs: mentale Stärke. Eines Tages, als Carsten Maschmeyer gerade bei der Physiotherapie war, erreichte ihn eine SMS, die einen persönlichen Weltuntergang bedeutete. In seinem Unternehmen AWD, einer unabhängigen Vermögensberatung, hatten sich Teile der Führung und der Mitarbeitenden verschworen, um ein Konkurrenzunternehmen zu gründen. Zu dieser Zeit war die Firma Maschmeyers gesamter Lebensinhalt. Falls eine Vielzahl der Leute abwandern würde, wäre er ruiniert. In dieser Zeit dachte er sogar am Selbstmord. Doch dann entschloss er sich zu kämpfen. Über einen Monat tourte er durch sämtliche Niederlassungen seiner Firma in Deutschland, hielt flammende Reden, hörte sich Feedback an, gelobte Besserung. In dieser Zeit schlief er kaum, wusste nicht, ob es regnete oder die Sonne schien, doch er hatte Erfolg. Nur ein Bruchteil der Beschäftigten verließ das Unternehmen. Natürlich darf so ein Kraftakt nicht in der Normalfall sein, aber manchmal ist es eben doch nötig, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um sein Ziel zu erreichen. Dafür brauchst du mentale Stärke. Das vierte Element des Erfolgs. Mentale Stärke lässt sich gezielt aufbauen, indem du trainierst, positiv zu denken. Dafür bieten sich im Alltag zahllose Gelegenheiten. Immer, wenn etwas nicht klappt, solltest du dich um deine konstruktive Sichtweise bemühen. Wenn du zum Beispiel bei einem Gespräch mit möglichen Geschäftspartnern abblitzt, dann ärgere dich nicht lange darüber, sondern überlege dir lieber, was du beim nächsten Mal besser machen kannst und willst. Hüte dich also davor, in eine Opferrolle zu verfallen und bleibe aktiv. Außerdem trainierst du deine mentale Stärke, wenn du dich intensiv mit deinen Zielen und Träumen auseinandersetzt. Carsten Maschmeyer nimmt sich jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr ein paar Stunden Zeit, um zu reflektieren, welche Ziele er im vergangenen Jahr näher gekommen ist und was er im nächsten Jahr erreichen möchte. Bald ist auch diese Zeit wieder, also strengt euch an und macht's. Vielleicht wäre dieses Ritual auch etwas für dich. Wir rekapitulieren. Um schwierige Herausforderungen zu meistern, brauchst du mentale Stärke. Die trainierst du, indem du positiv denkst und dich mit deinen Zielen auseinandersetzt. Und wie groß dürfen deine Ziele und Träume sein? So groß wie möglich, verdammt. Klar, auch wenn du ein Haus willst. Denn je schwieriger sie zu erreichen sind, desto mehr Kraft wirst du entwickeln. Das fünfte und auch ein sehr interessantes Thema. Das fünfte Element des Erfolgs: Zeitmanagement. Hand aufs Herz. Wie lange ist deine To-Do-Liste? Und befinden sich darauf auch ein paar Aufgaben, die du schon ewig vor dir herschiebst, weil du irgendwie nie die Zeit dafür findest? Mit solchen Ausreden ist jetzt Schluss. Jeder Mensch hat exakt 24 Stunden pro Tag und zur Verfügung. Daran ist nichts zu rütteln, nichts. Wenn du etwas nicht schaffst, liegt das nicht an mangelnder Zeit, sondern an der Wahl deiner Prioritäten. Wenn du die falsch setzt, wirst du es früher oder später bereuen. Du musst auch Carsten Maschmeyer schmerzlich feststellen, früher arbeitete er viel zu viel, gerne auch mal 16 Stunden am Tag. In seinem Unternehmen gab es schließlich jede Menge zu tun. Da musste seine Familie eben zurückstecken. Tja, die Rechnung hatte er ohne seine erste Ehefrau gemacht, die irgendwann die Nase voll hatte und ihn verließ. Heute ist Carsten Maschmeyer schlauer. Er räumt der Zeit mit seiner Familie sowie mit der Freundschaft die Priorität ein, die sie verdient. Die Versuchung, zu viel zu arbeiten, ist heute größer denn je. Schließlich kommen in Minutentakt neue E-Mails an. Alles ist dringend und sollte am besten bis gestern erledigt sein. Du musst lernen, mit dieser Überforderung umzugehen, denn sie ist inzwischen ein Dauerzustand. Hierbei helfen Zeitmanagement-Techniken. Finde heraus, welche am besten zu dir passt. Informiere dich zum Beispiel über die Eisenhower-Struktur, die Pomodoro-Technik oder das Timeboxing. Es gibt inzwischen so viele Methoden, dass es für jeden Persönlichkeitstyp etwas dabei ist. Carsten Maschmeyer Favorit ist die Flexi-Struktur. Diese Methode ermöglicht dir, Dinge auf die Reihe zu kriegen, dabei aber trotzdem flexibel zu bleiben. Wenn du zum Beispiel viermal pro Woche Sport machen möchtest, kommt sicher mindestens einmal etwas dazwischen. Sei es eine Autopanne oder ein krankes Kind. Bei der Flexi-Struktur verschiebst du dein Workout dann einfach auf den nächsten Tag. Entscheidend ist nur, dass du bis zum Ende der Woche deine vier Sessions durchgezogen hast. Was lernen wir daraus? Wir sind heute permanent überfordert. Du solltest eine Zeitmanagement-Methode finden, die zu dir passt und Raum für Flexibilität lässt.
Der wichtigste Tritt beim Zeitmanagement ist übrigens ganz simpel. Lerne, Nein zu sagen. Wenn dir etwas zu viel ist, du wirst staunen, wie viel freie Stunden dir dieses simple Wort beherrschen lässt kann. Baby! Ganz einfach Nein sagen. Das sechste Element des Erfolgs, die Gesundheit. Hätte jetzt, glaube ich, niemand so gerechnet. Das sechste Element des Erfolgs ist eigentlich das Wichtigste. Deine Gesundheit. Jeder, der schon einmal länger ernsthaft krank war, weiß ein Lied davon zu singen. Arbeit, Geld, selbst die Familie treten plötzlich in den Hintergrund, wenn es dir schlecht geht. Und deswegen gilt ganz klipp und klar, ohne Gesundheit kein Erfolg. Deswegen solltest du dir unbedingt die Zeit nehmen, um deine Abwehrkräfte auf Vordermann zu bringen. Damit du möglichst lange gesund und fit bleibst. Dazu tragen vor allem drei Faktoren bei. Erholung, Ernährung und Bewegung. Die Bedeutung von ausreichenden Pausen, Erholungsphasen und vor allem Schlaf tritt in der Wissenschaft immer deutlicher zutage. Wer sich nicht erholt, kann auch nichts leisten. So einfach ist das. Deswegen solltest du vor allem auf einen gesunden Schlaf achten, bei dem du lange genug in die wichtigste Tiefschlafphase fällst. Dabei unterstützt dich eine gute Schlafhygiene. Die kann zum Beispiel auch so aussehen, dass du vor dem Schlafengehen regelmäßig ein heißes Bad nimmst, ein paar Dehnungsübungen machst und dein Handy nicht mit ins Schlafzimmer nimmst. Finde heraus, welche Rituale für dich funktionieren, aber räume deinen Schlaf unbedingt eine hohe Priorität ein. Das gleiche gilt für deine Ernährung. Nur weil du tagsüber viel zu tun hast, ist das noch lange kein Grund, sich jeden Mittag in der Kantine des Schweinsbraten zu gönnen. Auch eine Diät bringt nichts, wenn du ernst einmal falsche Ernährungsgewohnheiten angenommen hast. Der einzige Weg hin zu einer nachhaltig gesunden Ernährung, eine langsame und langfristige Umstellung. Low Carb, Paleo, Clean Eating, Vegan. Jede bewusste Ernährungsform hat ihre Vorteile und ist besser als Fast Food oder Softdrinks. Informiere dich über verschiedene Ernährungsformen und probiere diejenigen aus, die gut zu dir passen, dein Lebensstil und deinen Werten passen. Auch beim Thema Bewegung solltest du keine Ausreden gelten lassen. Inzwischen wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Sport das beste Anti-Aging-Mittel überhaupt ist. Jede Form von Bewegung ist gesund, aber ganz besonders wird es dir dein Körper danken. Wenn du regelmäßig trainierst, finde deine Sportart, die zu dir passt und idealerweise Ausdauer und Muskelaufbau kombiniert. Um es wieder auf den Punkt zu bringen, mit einem Satz. Ausreichende Erholung und Bewegung sowie eine gesunde Ernährung sind wesentliche Bestandteile eines erfolgreichen Lebens. Nun hast du alle sechs Elemente des Erfolgs kennengelernt. Kapitel sehen wir uns anschließend an, was wir gemeinsam bewirken können und warum ihre Bedeutung in der Zukunft noch wachsen wird. Ein stabiles Fundament für eine turbulente Zukunft? Ganz kurz und knackig dazu gesagt, die Zukunft wird dein Leben wie eine Erdbeben erschüttern. Doch die sechs Elemente bilden ein stabiles Fundament, das deinen Lebenserfolg selbst in turbulenten Zeiten trägt. Fassen wir nochmal alles komplett ein wenig knackig zusammen, was diese sechs Elemente überhaupt bedeuten. Arbeit ist die Basis des Erfolgs, doch auch Finanzwesen ist entscheidend, damit sich deine Leistungen am Ende des Tages in deinem Kontostand widerspiegeln. Zudem brauchst du gute Freunde und Familie, um Erfolg zu haben, und musst außerdem deine Zeit effizient nutzen und priorisieren. Deine Gesundheit solltest du dabei eine besonders hohe Priorität und damit auch mehr Zeit einräumen, als es der Durchschnitt der Menschen momentan tut. Es ist spannend zu sehen, wie eng diese sechs Elemente miteinander versetzt sind. Stell dir zum Beispiel vor, dein Arbeitgeber kündigt dir morgen, dann brauchst du Freunde, die dich wieder aufbauen und dein Netzwerk, über das du an deinen neuen Job gelangst. Du brauchst aber auch eine robuste Gesundheit und mentale Stärke, um überhaupt einen Neuanfang zu wagen. Und schließlich sorgt dein finanzielles Polster dafür, dass deine Kündigung nur halb so dramatisch ist. Diese Zusammenhänge bedeuten gleichzeitig, wenn alle sechs Elemente des Erfolgs in deinem Leben vorhanden sind, kann dich eigentlich kein Rückschlag mehr aus der Bahn werfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Alles weitere an den Infos, wo ich die Informationen alles her habe, alles in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, und bis dann. Haut rein. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin doch Allrounder, schreibt es in die Kommentare. Haut rein, ciao.